So, wo guckst du denn hin? Herzlich willkommen zu Murdered Soul Suspect mit dem alten Mann. Wir sind jetzt hier in der Kirche. Hier ging es ja nicht weiter. Und ich werde jetzt. Hier kann ich auch wieder raus. Ich werde jetzt mal hier das enthüllen. Das war eine Säge. Noch 10 mehr zum Aufdecken der Geschichte. Die Todesfee im Glockenturm. Aha. Das ist sowas wie. Kann ich mich verstecken? Und kann man sich hier immer überall verstecken? Hier kommt man wieder nicht durch. Nein, nein, nein. Das ist sowas wie die Gasflaschen oder die andere Geschichte hier mit den Boilern. Sammeln. Orgel, Widmung. Diese Orgel, 1919 nachgebaut, ist den Seelen gewidmet, die die Gemeinde im Weltkrieg verloren hat. Aha. Alles immer schön genau begucken, aber viel weiter kommen wir hier oben gar nicht. Da ist Schluss. Da hinten ist aber noch was zu sehen. Da komme ich aber nicht durch. Ich muss irgendwie noch da hinten raufkommen. Guck mal, hier kann man. Da kann er nicht durch. Kann man da denn irgendwie rauf? Wie kommt man denn da hoch? Interessant merken. Das sind wieder Außenwände. Durch Außenwände kommt man ja nicht durch. Ich kann ja hier mal durchgucken. Das müsste eigentlich gehen. Hier kommt man bloß nicht weiter. Da ist der Höllenschlund. Aber hier ist nichts zu sammeln. Nein. Das haben wir schon gesammelt. Irgendwie müssen wir da hinten raufkommen. Da bin ich ja mal gespannt. Die Sperren hier nerven. Stören hier. Hier kann ich hochgehen. Dann gehen wir mal unten in den, ja, ins Kirchenschiff. Ich muss herausfinden, wo die Zeugin ist. Hier ist eine Krähe. Der Rabe. Der Rabe. Der sitzt hier nur so rum. Aha, dann nehmen wir erstmal das Ding hier. Oh, halt! Ich wollte F drücken. Ich habe hier aber eben was gehört. Es hörte sich für mich nach einem Dämonen an. Kann nicht aufhören, ihn zu lieben. Das ist wieder was von seiner Frau. Sammler 25. Der Mann ist, wer er ist? Der Mann ist, wer er ist? Ich kann nicht anders. Ich versuche mich festzuhalten, vernünftig zu sein, an jemanden zu denken, mit dem ich ein normales Leben teilen könnte. Aber ich denke an Ronan und ich kann nicht aufhören. Kann nicht. Das ist es. So fühlt sich wahre Liebe an. Ja, das könnte man so sagen. Da gehe ich mal ganz dicht dran vorbei. Wer sitzt denn da? Hey, 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 ist okay. Geh einfach nicht zu nah ran. Ich konnte nicht mehr zusehen. Ich musste es aufhalten. Diese Hände, sie haben meine Seele zerrissen, meinen Geist. Es sind deine Augen. Sie kommen durch deine Augen hinein. Okay. Beruhige dich. Du redest wirres Zeug. Was? Sie kommen dich holen. Das gefällt mir aber gar nicht, die Aussage. Noch ist hier nichts zu sehen. Das habt ihr auch gehört, ne? Also in diesem Modus, da ist wieder was zum Enthüllen, kann man. Da sitzt wer. Wird jemand Ihr beerdigt? Gebet spricht aus, was ich denke. Da gehen wir. Es Da ist wird wieder so eine gefährlich da draußen Krähe. mit all diesen Morden. Bewahre uns vor der Zumindest sind wir die hier uns sicher. bevorsteht, erlöse. Wir sahen vorgestern Abend einen Marathon mit Gangsterfilmen in Schwarz-Weiß. Ich konnte nicht glauben, dass er sie noch nie gesehen hat. Ich mochte die romantischen Teile, eher die mit den taffen Kerlen.
Als ich ihm am nächsten Tag den Fedora kaufte, sah er verwirrt aus, gewöhnte sich aber schnell dran. Er ist jetzt ein Teil von ihm. Ich glaube nicht, dass er ihn je wieder abnimmt. Was ist ein Fedora, der Hut? Ich will nicht, dass sich der Mistkerl in der Nähe einer Kirche versteckt. Bewahre uns vor der Dunkelheit, die uns bevorsteht. Erlöse uns von dem Schatten des... Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Nein, das Eheversprechen. Julia heiratet. Der schönste Tag meines Lebens. Wir wussten von Anfang an, dass wir früher oder später hier landen würden. Aha. Ja, die können wir uns noch anschauen. Ich möchte mich erst hier noch ein bisschen umgucken. Mich interessiert vor allen Dingen dieses Krähenvieh hier, aber da kann man nichts machen. Kann ich mich verstecken? Verstecken. Hier ist was zu enthüllen. Hier liegt was, wieder eine Säge. Noch 9 Sägen brauchen wir. Ah! Wo ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? In der Wohnung ein Hinweis zur Kirche. Das ist die Kirche. Da hat sie sich versteckt. Beschäftigt. Nicht zu erkennende Fotos. Probieren wir das erstmal aus. Der war richtig. Vater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich... Der Priester meinte, sie kann nur auf dem Dachboden bleiben, wo das wohl sein mag. Ansehen. Ach so, der redet dann... Der hört dann kurz auf zu reden. Das ist gut. Da sitzt ein Geist daneben. Kann ich hier das Buch nehmen? Das kann nicht gut riechen. Hat sie das gruselig gefunden? Das kann nicht gut riechen. Es riecht sehr gut. Es riecht nach ihr. Also hast du beschlossen, dich einfach an ihrem Schrank zu bedienen? Nein. Ach, wegen dem Schuh. Schrank waren zu neu. Sie hätte es auch gemerkt, wenn jemand da dran gewesen wäre. Hab gewartet, bis sie weggeworfen hat. Ich war immer gut im Warten. Manchmal hat sie sich umgesehen, als ob sie spürte, wie ich sie beobachte. Und wenn sie dich erwischt hätte? Was dann? Deine ganze Welt wäre zusammengebrochen. Wieso? Ist sie vorher auch nie. Ich würde so mit ihr verfahren wie mit den anderen. Und dann ziehe ich weiter zur nächsten. Von hier weiterziehen könnte schwieriger sein, als du glaubst. Hey, such dir dein eigenes Mädchen. Die gehört mir. Ach, das war's schon. Jetzt kann ich ihn nicht mehr fragen. Auf den Dachboden. Das sieht aus, als ob er ihr eine knallen will, der Priester da. Batsch. Ich könnte jetzt noch in der Besitz ergreifen. Das mache ich mal. Hier ist es wenigstens hell und etwas belebt. Mhm. Was war das? Ich dachte, ich hätte was gehört. Wo guckt er eigentlich hin? Auf ihren Rücken? Hier ist es wenigstens hell und etwas ja, belebt. Ja, vielmehr wie zwei verschiedene Sachen zum Fragen oder Dingsen haben die aber nicht. Ich dachte, ich kann mich jetzt in der Krähe verstecken. Ich stecke noch Bücher drin. Wir nehmen mal sie hier. Wenn es da oben jemanden gibt, bitte schütze uns. Gott, ich hoffe, das hilft. Ja. Viele Gebete werden gerade gesprochen, nicht nur ihres. Ich bin sicher, er pickt sich nur isolierte Opfer raus. Ach, da geht's auch um den Mörder. Wo so? Wenigstens bin ich nicht allein. Er würde nicht hier reinkommen, oder? Wer weiß. Die haben alle Angst vor diesem Mörder. Logischerweise. Was gehst du denn hier so komisch? Erster Flur. Oh, da komme ich aber auch nicht weiter.
Aber ich könnte immer... Ah, guck mal, so kommt man hier durch. Saug mal wieder zurück. Ich will mich erst noch da vorne umschauen. Oh, 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 oh. Das ruckelt hier aber so komisch. Ich werde erstmal hier gucken, nicht, dass mir wieder was entgeht. Da wäre auch. Nämlich eine Säge. Jetzt brauchen wir noch 8. Kann ich hier durch? Hier kommt man auch nicht durch, aber hier ist wieder eine Säge. Und hier? Ach, das ist eine Außenmauer. Ah, man kommt nur mit den staubsaugenden Fahrer rüber. Da hängt eine Socke. Kann man da irgendwas... Nee, das ist keine Socke. Das ist ein Reinigungsdingens. So, dann wollen wir mal von ihm Besitz ergreifen. Dann bringen wir uns mal rüber. Und saug nicht den Teppich kaputt. Das Schlammloch siehst du wohl gar nicht, ne? Ah, ich hätte auch seine Gedanken lesen können. Kacke! Zu spät. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Da ist der Dachboden, da ist ein Kätzchen. Der Dachboden muss dort oben sein. Mieze! Kann ich in die Katze rein? Ich wollte doch noch... Kann ich jetzt hier nicht mehr rein? Doch, Gott sei Dank. Komm doch mal her, ich will doch mal... Hier kann man auch noch rein, ne? Oh, da sind noch so viele Sachen, da gehen wir gleich hin. Erstmal er hier. Gedanken. Wie ist es heute Nacht so kalt? Echt? Wenn sie sich beruhigt hat, frage ich sie, warum sie hier bleiben muss. Aha, er hat sie erstmal... Ey, vorsichtig. Ich will kein Urheberrechtsentwalt kriegen. Nicht, dass da irgendeiner... Wenn sie sich beruhigt hat, frage ich sie, oh, warum der hat sie sogar hier 3. Muss. Wahnsinn. Warum ruckelt das eigentlich so? Das ist ja ein Ding. Ich muss jetzt bloß wieder warten, dass er auf der anderen Seite ist und dann gehe ich auch gleich raus, versprochen. So, vorher kann ich auch gar nicht. Da kann ich mich wieder verstecken. Wir bleiben erstmal im Haus. Da liegen ein paar Schuhe. Kann ich was enthüllen? Das sind gar keine Schuhe. Nach oben. Die ist mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren? Oha. Tatsächlich. Die Katze. Benutze WSRD und halte den Shift, um zu rennen, während du von der Katze Besitz ergriffen hast. Auf einige Vorsprünge kann man springen, wenn man auf sie zurennt. Raus, Katze, raus hier. Oh. Finde die Katze. Ich bin ein Kätzchen. Das kann ich auch noch. Ah, günstig. Aber sie kann nirgendwo durch. Miau. Wie war das jetzt mit Springen? Huch, Space verlassen. Vielleicht nochmal reinschauen. Gibt es da einen Hinweis? Oh, verkehrt, verkehrt, verkehrt. Da. Die Katze. QE. Eins, drei. Ist hier irgendwas mit Katze? Katze. Links Shift, um zu rennen, während du von der Katze bist. Auf eine kann man springen, wenn man auf sie zurennt. Oh, nicht doch. Ich bin ja gleich soweit. Zurück. Ich rufe gleich zurück.
So. Wie geht denn das? Kann die da von alleine hoch? Nee. Für mich sieht das so aus, als ob die Katze da hochspringen kann. Ein Mysterium. Miau kann ich machen. Das kann ich gut. Und verlassen kann ich sie. Guck mal hier. Das sieht doch so aus, als ob man da rauf kann. Ah, ich drücke immer auf die falsche Taste. Das geht ja nicht mit Escape. Katze. Ah, ich muss nur drauf zurennen. Eigentlich mal Anlauf nehmen. Aha. Und das Geräusch dazu ist schön. Ich mag Katzen. Ist denn hier irgendwas Schönes? Dann gucken wir mal im Klo. Oh, ich wollte darüber hüpfen. Ich komme hier aber gar nicht raus mit der Katze. Ja, vielleicht war das auch schon zu früh. Aber es war verlockend. Ich bin gern eine Katze. Sie hat ein kleines... Na, ein Lätzchen kann man gar nicht sagen, ne? Der kleine weiße Fleck da. Und sie darf hier nicht rein in die Küche. Ist die Lüftung in Ordnung? Ja, nur die reguläre Wartung. Die Teile sind groß genug, dass kleine Tiere durchlaufen können. Sicherstellen, dass keins der Viecher darin eingesperrt ist. Ach, was passiert denn? Ich wette, er hätte meinen Jungen gerne spielen sehen. Ganz schön stinken. Mhm. Deswegen also die ganze Sache mit dem Weihrauch, was? Oh. Ach, dann bin ich wieder raus aus der Katze. Ah, oh, alles ja. Klar. Ihre Geschichte klingt wie ein schönes Buch. Gut, wir... Ja, ich höre immer so... Da! Da ist so ein Hund. Guckt euch das an. Sagt doch, ich höre hier was. Aber hier findet er uns, glaube ich, nicht. Da ist er. Schön hierbleiben. Gut, wir verstecken uns hier. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns mal um den Patienten da. Was passiert jetzt? Ah, er sieht mich nicht. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.